Hallo zusammen, heute ist der 10.04., Zeit für ein neues Update. Ja, es gab schon lange keine News mehr, jedenfalls seitdem ich wieder gesund geworden bin und es war auch eine recht holprige Zeit. Also ich musste recht viel arbeiten, hatte mit meinen anderen Hobbys recht viel zu tun und deswegen war auch die Uploadrate nicht ganz so hoch, wie ich es gerne hätte. Und die wird eventuell noch ein Ticken weniger jetzt. Denn morgen kommt ein gewisses Spiel raus, auf das mich auch mehrere schon aufmerksam gemacht haben. Obwohl das gar nicht nötig war, denn ich stehe da schon eine ganze Weile drauf. Nämlich Legends of Grimrock. Das ist zwar ein neues Spiel, zwangsweise da es morgen rauskommt, aber es ist extrem auf Oldschool getrimmt. Also es ist eigentlich wie Dungeon Master, nur halt ein bisschen aufgemotzter Grafik. Das Spielprinzip soll ähnlich sein, es ist alles 2D gehalten. Also die Bewegungsstruktur jedenfalls. Und da bin ich schon irre scharf drauf. Das heißt, entweder stelle ich alle Projekte kurzfristig ein, also auf Pause, und mache das Legends of Grimrock, jedenfalls die ersten 10, 20 Folgen, und mache danach mit allen Projekten weiter, zusätzlich zu Grimrock. Oder ich schraube die alle ein bisschen runter. Das heißt, es gibt dann noch weniger Folgen, als es bis jetzt schon gab, und dann halt vermehrt Grimrock. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Geplant ist eigentlich, dass ich das morgen kaufe und sobald es halt zugänglich ist, auch sofort ein Let's Play dazu mache, 15 Minuten, das dann hochlade und dann weiterspiel, wieder hochlade, dass möglichst schnell was bei YouTube drauf ist. Dadurch erhoffe ich mir auch ein paar neue Zuschauer zu gewinnen, denn bei so neuen Spielen wird halt schon geguckt, wer fängt denn alles damit an und der einem am besten gefällt, da stürmt man dann auch hin, das wäre schon ganz schick. Ja, das war's dann eigentlich auch schon und wir sehen uns demnächst.